schön sieht sie aus. Sie hat die Kraft der Liebe. Wenn sie es nur will, wächst sie über sich hinaus. Darf ich mich vorstellen? Seiji Hayami. Ich bin Privatdetektiv. Man nennt mich auch den Pentaclaw-Killer. Ich bin ein ziemlich hartgesottener Kerl. Aber dieser Tag sollte für mich zu einem der schlimmsten meines Lebens werden. Ich werde ihn nie vergessen. Meine letzten Lebensmittel. Ich hatte seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Aber das war noch nicht alles. Es sollte noch viel schlimmer kommen. Ein schwerer Tag für Seiji. Gequält von Hunger und Liebe. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit der Verfolgung der Pentaclaw. Deshalb kann ich kein geregeltes Einkommen erwarten und habe oft große Probleme. So wie an diesem Tag. Da klingelte plötzlich das Telefon. Hallo, hier Detektivbüro Hayami. Wir sind die Spezialisten für jedes große und kleine Problem. Schießen Sie los. Jedes große und kleine Problem? Hä? Nun übertreiben Sie mal nicht so. Ach, du bist es, Natsu. Sie können ruhig freundlicher zu mir sein. Ich habe Ihnen da etwas zu erzählen, was Sie sicher umhaut vor lauter Freude. Das kann ich mir vorstellen. Garantiert wieder ein Witz aus der Mottenkiste. Mann, sind Sie gut drauf? Immer wenn ich mich mit denen eingelassen hatte, gab es Riesenärger. Hören Sie, Sie haben doch bestimmt wieder nichts zu tun. Honey und ich planen heute eine Tour durch die Restaurants von Chinatown. Wir müssen mal wieder was Ordentliches essen. Ja, und da haben wir uns gedacht, wir engagieren Sie vorsichtshalber als Bodyguard, alles klar? Ausgerechnet, ihr braucht einen Bodyguard? Hey, vergiss nicht, dass ich total pleite bin. Jammern Sie mal nicht so. Unser Nebenjob bringt eine Menge ein. Wir beide sind heute ziemlich reich. Ha, ha, ha. Na gut, wenn du darauf bestehst, muss ich eben den anderen Leuten absagen. Danke, super. Nee. Oh. Hallo. Treten Sie zurück, bezahlen Sie den vollen Fahrpreis und versuchen Sie es noch einmal. Nee, danke. Honey, bitte gib mir Geld. Ich habe leider nicht so viel dabei. Natsu musste was Dringendes erledigen und ist schon wieder gegangen. Ach, wie schade. Das ist mir sowas von egal. Aber ich muss bald was in den Magen kriegen, sonst falle ich auf der Stelle um. Bingo, die beiden haben echt gute Laune. Das fängt ja gut an. Man beobachtet andere nicht heimlich, das gehört sich nicht. Was macht ihr denn hier? Also da bin ich echt platt, wirklich. Ich finde, du treibst es jetzt ein bisschen zu weit, Natsu. Was soll ich denn machen? Die zwei lieben sich. Aber erstens sind sie zu kindisch, sich das einzugestehen. Und zweitens traut sich keiner von beiden, den ersten Schritt zu tun. Ich weiß, es geht mich nichts an und ich sollte mich da raushalten. Aber wenn ihr nicht einer langsam für Action sorgt, werden die noch vor lauter Schüchternheit versauern. Dann willst du für die beiden Cupido spielen? Also ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Klar, wieso denn nicht? Das scheint dir verdammt viel Spaß zu machen, habe ich recht? Ja, sonst würde ich das auch niemals tun. Ich warne euch. Wehe, es kommt mir einer von euch in die Quere, verstanden? Und wohin wollen wir zuerst gehen? Vielleicht in Richtung Hafen? Oder zu diesem wunderschönen Park dort? Was? Gut, aber erst nach einem 4-Gang-China-Menü. Du willst vorher noch essen? Mir wurde gesagt, das würde eine Restauranttour werden. Los, ab nach Chinatown!
unmöglicher Kerl. Immerzu denkt er bloß ans Essen. Ich sag's dir ja, die passen doch niemals zusammen dazu. Jedes Mal, wenn ich komme, machen die gerade dicht. Warum sollten sie nicht? Die Mittagszeit ist vorbei. Unter diesen Umständen würde ich auch irgendwas anderes verdrücken. Nein, wir sind extra deinetwegen nach Chinatown gegangen. Na gut, ich bin der beste Detektiv der Stadt und ich werde ein Restaurant finden, das noch offen ist. Folge mir! Hey, warte, nicht so schnell! Das kann man nicht gerade als Rendezvous bezeichnen. Stimmt. Wir liefen kreuz und quer durch Chinatown, bis wir nicht mehr konnten. Und der Punkt war schnell erreicht. Was ist denn mit dir los? Gibst du schon auf? Sprich nicht mit mir. Ich höre nur noch meinen Magen. Ich habe heute keinen Mittag gegessen und krieg auch langsam Hunger, genau wie du. Das kannst du nicht vergleichen. Ich habe seit 2 Tagen nichts als Wasser zu mir genommen. Guten Tag, die Herrschaften. Möchten Sie etwas essen? Ja? Ein großes Menü! Ein großes Menü! Ein riesengroßes chinesisches Menü. Juhu! Augenblick mal. Eigentlich müsstest du jetzt doch noch Unterricht haben. Logisch, aber ich habe keine Lust dazu und schwänze. Mhm. Sie schwänzt den Unterricht für eine Restauranttour. Das ist verdammt dreist. Naja, nicht das erste Mal, dass sie die Schule schwänzt. Nicht aufregen, Seiji. Was sie tut oder nicht tut, geht dich einen Dreck an. Halle Kisarani! Plötzlich hier. Laut Schulordnung der St. Chapel School, Zusatz zu Klausel 55 des Artikel 204, ist das Verlassen der Schule... Los, komm schon! Sie müssen weg! Oh nein! Auf mein Menü verzichte ich nicht! Du musst los! Haben Sie verstanden, Aniki Saragi? Woher weiß die alte Miharu denn, wo Hani steckt? Wir haben ihr vorhin einen heißen Tipp gegeben. Seid ihr wahnsinnig geworden? Wir lassen doch nicht zu, dass dieser Privatdetektiv uns das tollste Mädchen der Schule wegschnappt. Ihr Idioten! Ihr habt meinen super Plan durchkreuzt. Das werde ich euch Hornochsen nie verzeihen. Ich lief einfach mit ihr mit. Ich hatte ja keine Wahl. Stehen bleiben! Ich hatte nur gedacht, lass Hani nicht allein, sonst entgeht dir eine warme Mahlzeit. Und die brauchst du dringend, Junge. Stehen bleiben! Kommen Sie zurück! Ich sagte, stehen bleiben! Ich muss gestehen, diese Miharu ist eine entsetzliche Nervensäge. Warum denn ich? Ja! Meine geliebte Sister Jill! Was ist? Ich bin ein Sklave deiner Liebe. Für mich. Entzückend. Wirklich sehr nett. Also, sobald jemanden dieser Pfeil trifft, verliebt er sich unsterblich in die erste Person, die er sieht. Ja, durch den Pfeil der Verzauberung zwingen wir selbst einer Cutie Honey unseren Willen auf. Sie muss uns gehorchen. Den Transformer wird sie sich dann vor lauter Liebe zu dir eigenhändig aus der Brust reißen. Du darfst mich nicht enttäuschen, Cupid Claw. Auf mich kannst du dich verlassen. Sister Jill! Wir hatten natürlich keine Ahnung von dieser List. Da ich mit leerem Magen so schnell und so lange wie möglich gerannt war, hatte ich keine Kraft mehr und klappte zusammen. Seiji! Ist dir nicht gut? Mir ist nur furchtbar schwindelig. Tut mir leid, das ist nur meine Schuld. In solchen Momenten finde ich sie immer echt süß, direkt zum Anbeißen. Von diesen Gefühlen lasse ich mir natürlich nie etwas anmerken. Sie sollen stehen bleiben, verflucht und überhaupt! Mich kann eigentlich nichts erschüttern. Durch meinen Job bin ich ziemlich abgebrüht. Aber ich muss zugeben, diese Situation war mir sehr peinlich. Seht ihr auch, was ich sehe? Oh Mann, muss Hani stark sein, wie die den wegzieht. Das ist unmöglich, er muss extrem abgenommen haben. Wo sind die beiden bloß hin? Merkwürdig, aber ich gebe nicht auf. Oh nein! Ich werde es schon noch finden. Ich glaube, die Luft ist rein. Warum hast du das getan, Natsu? Ihr habt mich durch eure Schüchternheit dazu gezwungen. Ich durfte nicht länger warten und zusehen. Gebt mir was zu essen. Oder ich sterbe hier vor euren Augen. Her mit der Schokolade, schnell! Ich gebe sie Ihnen nur unter einer Bedingung. Verzichten Sie auf das Rendezvous. Rendezvous? Verdammt, nochmal!
als ein Stern. Aber das ist kein Rendezvous. Honey hat darauf bestanden, dass ich sie auf einer Restauranttour begleite. Ich durfte nicht ablehnen. Worauf habe ich bestanden? Ich habe auf gar nichts bestanden. Das ist eine glatte Lüge. Wieso denn Lüge? Nicht streiten, nicht streiten. Nein, nicht streiten. Dann will ich die Schokolade. So, streiten können wir immer noch. Die Pentaclaw. Ich komme aus der griechischen Abteilung der Pentaclaw. Ich bin Cupid Claw. Bald wird mir dein Herz gehören. Freust du dich auch darauf, Honey? Ja! Oh nein. Hör zu, Natsu, bring die Jungs sofort an einen sicheren Ort. Na los, Sie Versager, nun kommen Sie schon. Ich bin ein bedeutender Detektiv, Seiji Hayami. Man nennt mich auch den Pentaclaw-Killer. Ich habe die Schokolade zertreten, nur euretwegen. Entschuldigt uns. Vorsicht, Honey! Schokolade! Honey! Honey! Flash! Jetzt alle mal schön lächeln. Tschüss! Nein, ich sterbe vor Hunger. Oh. Cutie Honey! Aber Sage! Oh nein! Na, endlich findet man mal jemanden! Hm? Wo treibt sich Honey Kisaragi schon wieder rum? Oh, du bist ja so wunderschön! Ich verstehe nicht. Was tust du da, Seiji? Oh, Miharu, du bist die strahlendste Schönheit aller Zeiten. Aufhören! Nehmen Sie sofort die Hände weg, ja? Verlang das nicht von mir, du brichst mir das Herz, Geliebte. Hey, komm zu dir. Ich verstehe das nicht, Seiji, was ist los mit dir? Oh, ich liebe dich, Miharu. Seit 20 Jahren weihe ich mein Leben dem Lehrerberuf. Ich habe geschworen, mich nie durch Liebesaffären ablenken zu lassen. Was ist das für eine seltsame Erregung? Ich hab's. Der Mensch, den der Pfeil trifft, wird zum Sklaven desjenigen, den er zuerst sieht. Damit habe ich nicht gerechnet. Diesmal werde ich treffen. So, und nun sieh mich an. Das werde ich nicht tun. Niemals macht er mich zu einer Marionette der Pentaclaw. Na? Oh, Seiji, ich liebe dich ja so schrecklich. Ich fass es nicht. Sie haben also die Frechheit, noch eine Freundin mit dir herzubringen. Wollen Sie mich zum Narren halten und mit mir spielen, junger Mann? Aber nein, nein, ich liebe keine andere als dich. Oh nein, sag nicht sowas, Liebster. Bitte verlass mich nicht. Warte, jetzt werde ich siegen. Vorsicht, Seiji! Verdammt, sie ist flink. Und zäh ist sie leider auch. Macht nichts. Meinem nächsten Liebeszauberpfeil wird sie nicht mehr entrinnen. Miharu! Dreh dich zu mir um. Ja? Ich bin Was ist denn das? Um Liebe dir zu geben. In meinem Arm, da kannst du dich eine ganze Nacht den Alltagssorgen entziehen. Nur zu, du hast die Wahl. Nutz die Chance, das Glück neu zu erleben. Eigentlich sollte ich nicht zu so einem Zweck meine Gestalt ändern. Aber ich kann nicht anders. Wollen wir ihm auch nicht länger entfliehen? Ich fühle mich geschmeichelt und weiß, deine Gefühle für mich zu schätzen, aber mein Herz gehört nun einmal der schönen Miharu. Wenn das so ist, muss ich mir deine Liebe eben stehlen. Bist du dir sicher, dass hier die richtige Stelle ist, um auf Honey zu warten? Keine Frage. Und ich glaube, dass dieser hungrige Detektiv auch gleich hier auftauchen wird. Sieh an! Ich habe also die Chance, schon bald diesem reizenden Detektiv zu begegnen? Ja, das ist durchaus möglich. Ah, da bist du ja. Miharu. Oh, Liebster, das darf nicht wahr sein. Schon wieder hast du eine andere Frau bei dir. Was du doch für ein unanständiger Mann bist. Pui! Aber das ist ein Missverständnis. Durchaus nicht. Mir gehört Seiji, damit das ein für alle Mal klar ist. Wow, was kann da passiert sein? Honey ist ja überhaupt nicht mehr schüchtern. Dann bin ich betrogen worden. Man hat nur mit mir gespielt. Jetzt kann ich niemals eine Frau mehr. Nicht doch, Miharu, warte. Ich liebe nur
nur dich! Aber nein, Seiji, sieh mich doch mal richtig an. Hä? Sagst du immer noch nein? Oh. Hab ich dich gefunden, Cutie Honey! So, und nun dreh dich um! Gut so, brave Kleine. Komm jetzt ganz langsam zu mir. Ja, meine süße Cupid-Claw, sehr gern. Ich liebe dich, Cupid-Claw, von Herzen. Honey! Jetzt erkenne ich, die Einzige, die ich wirklich liebe, ist... Oh? Honey! Du darfst auf keinen Fall auf das hören, was sie sagt. Halt's Maul! Ha! Nur keine Sorge, Seiji. Ja! Moment mal, was geht denn hier vor? Ist dir denn gar nicht aufgefallen, dass hier überall Schaufenster sind? Da kann man so wunderbar deutlich sein Spiegelbild sehen. Willst du etwa sagen, dass du zuerst dein Gesicht gesehen hast, bevor dein Blick auf mich gefallen ist? Bingo! Und nun werde ich dir noch beeindruckendere Varianten meiner wunderbaren Gestalt zeigen. Honey, so sehr an dich selbst verliebt warst du doch noch nie. Mal bin ich eine süße, bildhübsche Fotografin. Scoop, Honey. Mal bin ich eine sexy Sängerin mit einer verführerischen Stimme. Stage, Honey. Mal bin ich eine attraktive, rasante Motorradfahrerin. Hurricane, Honey. Aber mein wahres Ich ist... Honey, Honey, Flash! Durch mich wird sich euer Leben verändern. Dann versuche ich es eben wieder. Ich muss dir wohl mal zeigen, wie man richtig zielt. Mutter Pfeil sei! Funkenschnell! Was? Du wagst es? Honey! Wenn du in der Hölle ankommst, sollst du nicht mehr so gut aussehen. Im Namen der Liebe! Ein Mädchen verwandelt sich! Den Herzen der Menschen zu spielen. Dafür sollst du bestraft werden. Ich kämpfe gegen Hass für Liebe. Honey! Ja, scheint es ja gut zu gehen, Seiji. Na, warum denn auch nicht? Immerhin bin ich der große Pentaclaw-Killer, der geniale Seiji Hayami. Ich tat so, als würde mir nichts fehlen, aber das hielt ich nicht durch. Ich bin wohl doch nicht Superman. Oh, ich brauche unbedingt was zu essen. Oh, ein komplettes Menü! Warum werde ich nur so gequält? Weil sie zu der Sorte Mann gehören, die leichtfertig mit unseren Gefühlen und unserer Zuneigung spielen. Also geschieht es ihnen recht. Moment mal, das war das Werk der Pentaclaw. Und außerdem... Hören Sie, Haneki Saragi, mir zu einem Playboy wie ihm dürfen Sie sich auf keinen Fall abgeben. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ja, ja. Hey, hey. Nun mal langsam, Sie haben doch gerade erst mit allen Mitteln versucht, mich anzubaggern. Schon vergessen? Oh mein Gott, stimmt das? Aber nein, er lügt. Dachte ich's mir doch. Ich lüge doch nicht. Es ist wahr. An allem ist nur die Pentaclaw schuld gewesen. Gerechtigkeit. Gib mir irgendwas zu essen, egal was. Ich hasse dich, Seiji. Ich habe gedacht, du würdest dich ändern, aber darauf kann ich wohl lange warten. Von mir bekommst du nichts zu essen. Mein Name ist Hayami, Seiji Hayami. Die Leute nennen mich zu Recht den Pentaclaw-Killer. Mir als stahlhartem Kerl blieb nichts anderes übrig, als den Tag mit leerem Magen zu überstehen. Und von der Liebe wird man nicht satt. Oh, na, das war vielleicht ein Tag.
Hä?